Hallo liebe Freunde des PB Hub, ich bin's wieder, euer Sascha Röder. Man liest mich auch als ICPMS. Heute zur Abwechslung mal kein Jan-Check. Heute geht es wieder um Softgear. Es geht um eine deutsche Firma, die international sehr großen Erfolg hat mit ihren Paintball-Produkten. Es geht um die Firma Tankt. Die Firma Tankt hat 2007 angefangen, bestehend aus einem Haufen Fight Club-Spieler. Fight Club war auch das erste Team, was 2007 von Tankt gesponsert wurde und auch gleich mal die DPL gewonnen hat. Bevor es Tankt gab, gab es nicht so viele Möglichkeiten, was Custom Jerseys angeht. Ihr wart abhängig von anderen Anbietern, den regulären Anbietern mit ihren regulären Jersey Designs, die jedes Jahr gewechselt haben. Ihr konntet euch ein Bügelbild drauf machen, aber trotzdem hatten fünf Teams hier das Eclipse Jersey und fünf Teams hatten hier das Die Jersey. Dann gab es noch JT und andere, aber richtig individuell wurde die erst mit Tankt. Tankt waren die ersten, die Custom Jerseys angeboten haben mit gutem Padding und einem coolen Schnitt und auch coolen Designs. Vorher gab es nur sowas wie Ohio, ein Anbieter von Sporttrikots für andere Sportarten. Man hat dann Jerseys genommen, zum Beispiel vom Eishockey, die kein Padding hatten und hat dann da seine Designs draufgebracht. Die Designs waren aber nie so gut wie die Designs dann später von Tankt, weil Ohio war ja eher so für den ruhigen Rot-Weiß-Donau-Eschingen-Verein. Also die normalen Sportclubs brauchen nicht so krasse Designs, wie man sie im Paintball kennt. Jetzt wurde es länger ruhig um Tankt. Tankt hat sich so ein bisschen aus dem Paintball nicht zurückgezogen, aber das war nicht mehr die Priorität. Man hat sich auf andere Sportarten konzentriert. Man macht Trikots für Baseball, für Basketball, für Handball, für alle möglichen Sportarten. Sachen, wo früher auch so eine Firma wie Ohio groß war, da läuft Tankt den heute schon so ein bisschen den Rang ab. Eben Tankt war so ein semi-professioneller Verein aus ein paar Spielern. Wie so oft entwickelt sich so eine Firma, die guten Firmen entwickeln sich meistens aus Spielern. Und man sieht halt einfach, dass es ein Defizit gibt auf der einen Seite. Man überlegt sich, was kann man besser machen. Und so ist dann quasi Tankt entstanden. Man hatte coole Ideen, man hatte coole Designer, man hatte einen coolen Schnitt, man hatte ein richtig geil gepaddetes Jersey gehabt bei Tankt. Und man hat auch so ein bisschen das Wissen schon gehabt aus der Industrie, wie man zum Beispiel sich so ein Ding nähen lassen kann. Am Anfang alles noch ein bisschen harzig, man hat es gesehen an längeren Lieferzeiten, die es auch gab. Teilweise ja, problematische Lieferzeiten, sage ich jetzt mal. Aber das Ganze hat sich geändert. Tankt ist heute nicht mehr so die kleine Klitsche, sondern Tankt ist ein mittelständisches Unternehmen mit über 20 Mitarbeitern. Tankt ist erwachsen geworden. Was ich euch heute präsentieren möchte, ist die neue Hose von Tankt. Tankt hatte ja eben nicht nur Jerseys, Tankt hatte auch immer coole Hosen am Start und auch coolen anderen Stuff wie Casual-Klamotten, T-Shirts, Hotpants und Badelatschen. Es gab sogar mal Griffschalen von Tankt, also Tankt ist wieder dabei durchzustarten im Paintball. Wir können auf einiges gespannt sein. Wir haben ja auch den Katalog schon im Forum gezeigt und veröffentlicht. Und da wird es in nächster Zeit auch noch mehr geben. Also guckt vielleicht ab und zu mal auf der Homepage vorbei. Da geht was in Zukunft. Zur Hose sei gesagt, der Schnitt ist Tankt-typisch. Man sieht sofort, dass es eine Tankt-Hose ist, auch wenn man jetzt nicht lesen kann. Steht nämlich auch groß drauf. Der Schnitt ist einfach Tankt-typisch. Es ist ein gerader Schnitt. Die Hose sitzt und passt sehr gut. Das ist quasi die einzige Hose, die zum Beispiel mir auch richtig gut passt. Bei anderen Hosen habe ich immer das Problem, wenn die von der Weite passen, dann sind sie mir viel zu lang. Und wenn sie mir von der Länge passen, dann sind sie mir viel zu weit. Die Hose von Tankt, die passt einfach. Sie hat einen geraden Schnitt, sie hat keinen blöden Möhrenschnitt. Und die Tankt-Hose ist auch eine der leichtesten gepaddeten Hosen. Ich habe sie mal gewogen für euch. Wie ihr seht, ist eigentlich nur die Die Ultralight-Hose signifikant leichter. Aber die Die Ultralight-Hose, das ist auch so ein eigenes Segment, weil ihr müsst da komplett ohne Padding auskommen. Aber eben unter den gepaddeten Hosen, welche ich jetzt bei mir rumfliegen habe, ist die Tankt-Hose klar die leichteste. Wenn ihr Hosen habt in Größe XL, andere Hersteller, werft sie mal auf die Waage, postet eure Gewichte im Forum. Mal schauen, wie sich die Tankt-Hose da einordnen lässt. Wir werden die Hose ein bisschen für euch unter die Lupe nehmen. Wir schauen uns die Verarbeitungsqualität an.
Wir schauen, wie sie sich auf dem Spielfeld trägt. Wir werden sie ein bisschen stressen, wir werden ein bisschen drauf rumsliden. Wir werden sie mehrfach waschen, um zu sehen, wie haltbar die Hose auch ist. Die Hose hat hinten zum Beispiel einen Aufdruck. Wir werden gucken, geht der Aufdruck ab oder bleibt der Aufdruck. Und jetzt im Anschluss werden wir uns die Hose einfach mal ein bisschen genauer angucken und sehen uns dann quasi nachher zum Fazit wieder. So, dann schauen wir uns die Hose mal im Detail an. Statt einem Knopf habt ihr hier so ein Doppelklettsystem und einen Reißverschluss. Die Weite der Hose könnt ihr hier an der Seite einstellen mit so einem Klett. Ihr habt vorne Taschen mit Reißverschluss. An jedem Bein habt ihr zwei Taschen für Schafe, eins am Oberschenkel und eins am Schienbein. Ihr habt am Knie und am Unterschenkel mega dickes Padding. Die Weite der Hosenbeine könnt ihr hier, also hier unten einstellen mit einem Gummizug. Auf der Rückseite der Hose sehen wir hier zwei Gesäßtaschen mit Klettverschluss. Wir sehen den Tank-typischen Schriftzug an den Waden. Wie die Waschmaschine stabil da ist, das werden wir testen. Was eine sehr coole Sache ist an der Hose, sind diese Einsätze hier. Das ist jetzt zum Beispiel der Tiefschutz. Der wird einfach nur reingeklettet. Genauso das habt ihr hier an der Seite auch nochmal. Und das könnt ihr einfach bei Bedarf benutzen oder eben nicht. So ein Sackschutz, der behindert ja auch nur. Das heißt, wenn ihr sowieso schon Kinder genug habt oder ihr seid euch sicher, ihr werdet da eh nicht getroffen, dann lasst ihr den einfach raus. Aber eine coole Sache. So, wie die Hose auf dem Spielfeld aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Gesehen. Mittlerweile habe ich die Hose auch 3-4 Mal gewaschen. Bei manchen Teams entspricht das quasi der gesamten Lebenswaschdauer einer Hose. Es gibt aber auch natürlich Leute, die die Hosen nach jedem Training waschen. Darum ist das nur mal so ein kurzer Ausblick. Also ich konnte jetzt keine Mängel feststellen. Ich habe die Nähte gecheckt, ich habe den Aufdruck gecheckt. Die Hose sieht quasi aus wie am ersten Tag. Was die dauerhafte Haltbarkeit angeht, das wird die Zukunft zeigen, aber ich habe bei der Hose ein ziemlich gutes Gefühl. Es gibt andere Hosen, die kommen gar nicht so weit. Da sieht man schon sofort Mangelerscheinungen. Die Tankhose hat mir sehr gut gefallen. Ich mag den Schnitt, ich mag die Passform, ich mag die Qualität. Ich würde sie auch so tragen, wenn es keine Paintball-Hose wäre. Sie sieht eigentlich ziemlich cool aus und Tankhosen waren eigentlich immer stylisch. Also meiner Meinung nach könnt ihr bei dieser Hose bedenkenlos zugreifen. Ihr habt eine leichte Hose, ihr habt eine Hose mit einem guten Padding, ihr habt eine qualitativ sehr hochwertige Hose und sie sind einfach immer cool. Im Moment gibt es sie nur in Schwarz. Ob es noch andere Farben gibt wie in der Vergangenheit, das wird die Zukunft zeigen. Aber auch wenn ihr nur Schwarz mögt, könnt ihr die Hose kaufen. Also ich bin begeistert. Soweit von mir. Ich hoffe, euch hat dieser Softgear-Check gefallen. Wir sehen uns demnächst sicher wieder mit einem Gun-Check. Liked unsere Seite auf Facebook und vergesst nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren. So verpasst ihr auch keines unserer neuesten Videos.
Dann ist eigentlich nur noch zu sagen, bleibt dem Hub treu und wir sehen uns beim nächsten Review-Video. Ciao.